Im heutigen Tutorial geht es um diese beiden Signale. Ja, das sind Lichtausfahrsignale mit Vorsignal. Ich habe die von Fissmann, weil ich die jetzt schon seit Jahren eigentlich in der Kiste liegen habe und sie jetzt Verwendung dazu erfahren. So. Was natürlich für euch dann auch interessant ist, diese Fissmann-Signale werden mit einem Signalsteuerbaustein 5210 üblicherweise angesteuert. Hier habe ich dann die Farbmarkierungen mit drauf. Ich kann das einfach durch normale kleine Stecker oder sowas da miteinander verbinden. Fissmann verwendet, ja, das ist hier jetzt so eins, das ist defekt. Das reicht aber, um das zu zeigen. Fissmann hat ja dann hier entsprechende Farbmarkierungen mit drauf. Also eine gelbe LED, da die weiße LED oder da eine rote LED. Und befestigt wird das System dadurch, dass man diesen Stecker mit drauf steckt, biegt den Draht um und steckt ihn in den Decoder. So, das ist eine Technik. Wo ich aber jetzt hier für jeweils ein Ausfallsignal mit Vorsignal einen Decoder brauche. Und das war mir letztendlich auch zu teuer, obwohl ich noch einige da in der Kiste habe. Warum? Jetzt müsste ich hier mal kurz etwas Platz schaffen. Jetzt nehme ich euch mal mit in den Untergrund. So, das ist jetzt eine BDIP-Platine, wo jetzt das Signal angelötet ist. Sehe ich das? Ja. Ihr seht also, das Ganze ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Hier kommen die Signale, die Signalkabel und unten ist das entsprechende Bussystem. Um das hier nachträglich zu machen, brauche ich Luft. Es ist nicht so einfach. Das sind jetzt drei solche kleinen Platinen, die hier verwendet werden. Hier endet das Bussystem, weil ich hier noch andere Lichter vorgesehen habe. Und die Schwierigkeit ist einfach, ich muss hier das Signal durch ein Loch stecken. So, und damit bin ich unter der Platte. Entweder habe ich unter der Platte, wie auch immer, Gelegenheit, diese Platinen zu befestigen und kann ihn vernünftig löten. Oder wie hier, wenn das freischwebend ist, brauche ich eine dritte Hand. Ja, ich kann nur einmal das Kabel mit dem Widerstand halten. Ich kann die Platine halten. Und wer hält mit den Lötkolben? Na, wieder keiner. Der Osterhase. Natürlich, wer sonst? So, das ist einfach das Problem. Und irgendwo passiert es dann, dass man eigentlich Kabel auch verwechselt. Denn insgesamt sind dort ja drei gelbe Kabel, also drei gelbe Dioden dabei, zwei vom Vorsignal, eine vom Hauptsignal. Ich habe drei grüne, ebenfalls zwei vom Vorsignal, eine vom Hauptsignal. Und ich habe zwei rote, die beide im roten rechts oder links angeordnet sind. Ja, das Weiße und die Diode ist dann das Einfachste.
So, und wenn ich das Ganze jetzt bei BDIP einschließe, dann kann ich ruhig solche Fehler einbauen. Sie erfordern etwas mehr Programmieraufwand, um das wieder richtig zu machen. Und damit möchte ich euch das jetzt zeigen, wie so etwas funktioniert. So, liebe Freunde dieses Tutorials, ich zeige euch jetzt einfach, wie das bei dem BDIP funktioniert. Ihr habt eben die Anschlüsse gesehen. Um das Ganze zu konfigurieren, wird der sogenannte BDIP Wizard verwendet. Um jetzt zu sehen, was Sache ist oder nicht, ist halt hier dieser Button mit der Steckdose, mit dem Stecker drauf. Und wenn ich den klicke, dann wird das ganze System abgesucht. Voraussetzung ist natürlich, ihr habt Strom auch auf die Module und das IF2, das ist das, was das Signale, die Signale an das Gleis weitergibt. Das ist hier als erstes. Und an diesem BDIP2 hängen halt hier diese ganzen Knoten bei mir im System. So, jetzt warten wir noch auf das Neo 2. Ihr seht, das ist noch nicht ganz grün. Das hat er also noch nicht komplett ausgelesen. Jetzt ist er grün. Da hat er irgendwo ein Problem gehabt. So, damit habt ihr jetzt erstmal die Übersicht. Jetzt über diesen Knoten Neo Control 2. Der ist bei mir im Segment 10 verbaut, deswegen hier. Und die Firmware ist das Neo-Signal, was ich verwende. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeiten, entsprechend Firmware aktualisieren, wie die Knotenkonfigurator. Das ist das Wichtigste. Ich habe den ganzen gelehrt. Ihr seht also, das Wichtigste, was wir brauchen, das sind die Accessories. Das ist im Prinzip die oberste Ebene, die dann auch nach iTrain oder in WinDigiPad oder wie auch immer übertragen wird. Die nächste Ebene drunter, das sind dann die Makros, die die eigentliche Steueraufgabe übernehmen. Und wir brauchen die Lichtausgänge. So, das werde ich gleich nochmal wieder größer schalten. Jetzt eigentlich nur zur besseren Übersicht. Ihr seht also, es ist alles leer. So, und jetzt sind wir schon in Medias Res. Wir gehen auf den Knoten. Jetzt muss ich nur mal gucken. Da haben wir ihn. Hier habe ich verschiedene Lichteffekte, die ich auswählen kann. Schauen wir einmal kurz rein, damit ihr das auch seht. Die Andreaskreuze kann ich mit 2 oder 4 LEDs fahren. Ich kann Baustellen, Warntafel mit 5 LEDs. Ich habe hier die Fernsehsimulation, die ich in einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Ein Fotograf mit einer LED, ein Lagerfeuer, eine Radarfalle, einen Schweißer. Ich kann Straßenlampen steuern, Verkehrsampel steuern und auch Warnbarken. Und ich habe sowohl eine österreichische Lichtzeichenanlage, eine Bahnkreuzung mit 2 oder 4 Lichtzeichen. Ups, das war der falsche. So, dann gehen wir auf die Signale. Und hier habe ich eben das Abfahrsignal, das ZP9, Ausfahr mit Vorsignal am Mast, Blocksignal, Einfahr mit Sperrsignal. Das Vorsignal als einzelnes und ich habe noch verschiedene andere, die ich hier verwenden kann. Die KS-Signale, Schweizer Signale, österreichische Signale und so weiter. So, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe jetzt die Lichtausfahrsignale mit Vorsignal am Mast. Und hier kriege ich als Info auch nochmal die Lichtausgänge. Das ist praktisch vom Input auf diese kleine Platine, die ich euch gezeigt habe. Der erste Eingang, da liegt grün 1 vom Vorsignal, dann grün 2 und so weiter bis zum weißen. Und dann kommen die entsprechenden Makros dazu. Und
dass, wenn ihr diese Reihenfolge einhaltet, so wie sie hier vorgegeben wird, also Grün 1, Grün 2, Gelb 1, Gelb 2, Grün, Rot 1, Rot 2, Gelb Weiß, dann habt ihr eigentlich überhaupt gar kein Problem. Danach funktioniert das Signal. Wenn jetzt aber hier irgendetwas verdreht ist, statt dem Grün 1 hier Grün 2, Grün 1 oder das Grün aus dem Hauptsignal ist statt einem Grün 1 dabei, dann muss ich hier entsprechend korrigieren. So, und damit bekomme ich jetzt schon die Parameter für das Skript. Das heißt, das Ausfahrsignal, das vordere, was bei dem Flügelsignal steht, nicht gleich Gleis. Das ist das Gleis 3. Halt. Na, was bist denn für ein böser Finger? So. Und das Vorsignal ist natürlich auch. Ihr seht also hier die erzeugten Accessories, die Makros und die Lightports. Und die fangen jetzt natürlich alle mit 0 an. Und wenn ich hier reingucke, dann sehe ich dabei, es ist auch noch kein Accessory vergeben. So, dann sagen wir weiter. Damit wird das Ganze jetzt in den Knoten reingeschrieben. Sag fertigstellen und damit ist das Ganze schon wieder erledigt. So, jetzt gehe ich rein. Accessory. Warte mal, vielleicht kriege ich das auch irgendwo etwas größer, dass es für euch einfach leichter zu lesen ist. Es ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. IT, das Ende der Vernunft. So, jetzt könnt ihr da also sehen. Ich habe jetzt, ja, als erstes wird das Vorsignal eingeblendet. Das heißt, ich habe ja eingegeben Gleis 3 und unter dem Unterbalken kommt die 0, weil es das Accessory 0 ist. Ja, damit kriege ich gleichzeitig eine weitere Information. Und das Ausfahrsignal Gleis 3, das ist das Accessory 1. So, jetzt schauen wir mal, was dahinter steht. Da steht jetzt die vier Begriffe, die ich hier brauche. Und ich habe jetzt hier die entsprechend dahinterliegenden Makros. So. Wenn ich das jetzt aufblende, dann sehe ich hier Vorsignal das VR0, ja, das VR1, VR2 und die Dunkeltastung. Genauso ist das hier bei den Signalen. Ich habe jetzt hier, seltsamerweise bei den Accessories zeigt also Vorsignal vor dem Ausfahrsignal. Bei den Makros ist es umgekehrt. Da wird zuerst das Ausfahrsignal bearbeitet und dann das Vorsignal. So, jetzt habe ich hier dann das HP0, das HP1, HP2 und HP0 mit SH1 für den Rangierbetrieb. Wie gesagt, wenn ihr alles so, wie es eben da stand, verdrahtet habt, läuft das Ganze, wie es sein muss. Wenn ich jetzt auf die Makros gehe, Knoten kann ich jetzt weitestgehend ausblenden.
damit ich hier etwas mehr Platz habe. So, jetzt sind die Makros. Wie wir es eben schon mal im Dropdown gesehen haben, HP0, HP1, HP2, HP0 und die Vorsignale. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann habe ich die einzelnen Schritte, was gemacht wird. So, ich setze im ersten Schritt den Flag auf 1. Das habe ich bis heute noch nicht richtig rausgefunden, was das bedeutet, aber irgendwann werde ich es auch verstehen. So, dann habe ich eine Wartezeit im zweiten Schritt von 0 und ich steuere einen Lichtausgang ein. Und zwar fahre ich ihn runter, und zwar hier das Ausfahrsignal, was war das, 5, da, vom Gleis 3, das ist Rot 1. So, dann wird das Ausfahrsignal Rot 2 runtergefahren. Gelb, grün und weiß. So, damit ist sichergestellt, dass ich eine definierte Ausgangssituation habe. Danach habe ich eine Wartezeit von 15 Ticks, also 0, irgendwas an Sekunden. Und damit wird dann der Lichtausgang aufgedimmt. Und zwar, wir hatten hier HP0, Rot 1, Rot 2, so wie es sein sollte. Und als letzten Punkt wird hier das Makro für das Vorsignal geschaltet, und zwar das Makro Dunkelschaltung. Das heißt also, wenn dieses Makro Ausfahrsignal HP0 anzeigen gestartet wird, werden erst alle Lichter dunkel gemacht, anschließend werden die beiden roten Lichter eingeschaltet und das Vorsignal wird auf dunkel geschaltet. Das ist das, was dahinter steckt, und so wird jedes einzelne Signal hier entsprechend angesteuert. Ja, wie gesagt, da braucht ihr eigentlich nichts dran ändern, wenn alles richtig verdrahtet ist. So, schauen wir uns die Lichtausgänge an. Jetzt haben wir, gucken, können wir es noch ein bisschen weitermachen? Ja, so. Das erste war das Vorsignal grün, gelb und das Ausfahrsignal grün, rot, gelb, weiß. Das heißt also, insgesamt werden hier 9 LEDs angesteuert. So, Helligkeit aus heißt, hier wird die LED wirklich dunkel gemacht und von 255 möglichen werden hier 200 standardmäßig eingestellt. Wenn ihr das Signal heller haben wollt, dann geht ihr in Richtung 250. Wenn ihr es dunkler haben wollt, geht ihr in Richtung 100, 150. So, dann habe ich noch ein Nachleuchten und ein Vorglühen, also ein langsameres Einschalten, Ausschalten. Das wird hier standardmäßig auf dem Weg mit 10 gesetzt und ich kann das Ganze testen. So, jetzt müssten wir mal gucken. Jawohl, das Vorsignal unten links zeigt jetzt grün an. Das wird jetzt, zeigt sich ein bisschen heller, sehe ich da gerade. Aber gut, das kann man wieder ausgleichen. Das Grün 2 ist auch da. Das Gelbe unten ist da. Das Gelbe, das stimmt zum Beispiel nicht. Seht ihr? Hier habe ich jetzt nicht das Vorsignal, sondern das Ausfahrsignal. So, was heißt das?
Ich nehme das da mal raus. Ich muss es nur irgendwo mal zwischen steuern. Deswegen gehe ich dahin. Aber ich habe jetzt das Ausfahrsignal gelb. Ja. Also die 7. Die setze ich jetzt hier ein. Sage übernehmen. Und das Ausfahrsignal setze ich jetzt. Nee, Vorsignal, Entschuldigung. Vorsignal setze ich hier hin. So. Was jetzt natürlich, wenn ich so drüber gehe, dann kommt eine Meldung, dass ich es noch speichern muss. Und jetzt habe ich hier das Ausfahrsignal. Das steht natürlich jetzt nicht mehr. Ja, es ist nicht das 1 aus, was, doch, das ist noch 1. Aber das ist nicht mehr die 7, das ist jetzt die 3. Damit ist das auch wieder. Aber das ist nur, um das nachher wiederzufinden, aber das ist nicht erforderlich. Das ändert nichts daran. So, was haben wir denn jetzt? Vorsignal grün, grün, gelb, gelb. Und grün, rot, gelb. Das müssen wir noch auf 7 ändern. Nur um diese Reihenfolge beizubehalten, ist aber wie gesagt nicht zwingend. So, 317 Ausfahrsignal. Da ist jetzt das Ausfahrsignal, da ist jetzt das Vorsignal. Die 9 und die 10 brauche ich nicht mehr. Die schmeißen wir raus. So. Jetzt schalte ich das Ganze aus. So. Ach ja, richtig. Das ist ja auch das Ausfahrsignal. Hier habe ich ja jetzt das Vorsignal. Das schalten wir nochmal aus. Und hier das Vorsignal schalten wir jetzt ein. So, das ist jetzt korrekt zugeordnet. Und jetzt schauen wir dabei das Ausfahrsignal. Das Gelbe zeigt sich ja schon. Das Grüne wird angezeigt. Rot 1 auf der linken Seite ist auch okay. Rot 2 auf der rechten Seite ist okay. Und wir haben noch das weiße Licht. Das wird jetzt auch angezeigt. Und damit sind alle LED ist jetzt richtig zugeordnet. So, jetzt schauen wir uns nochmal bei den Makros an. Oder wir machen es einfacher. Wir gehen jetzt hier auf das Accessory fürs Ausfahrsignal. Hier ist HP0. Hier läuft ja
Maul. So, die beiden werden angezeigt. Ich nehme das nächste, das grüne wird angezeigt. HP2 wird nicht richtig angezeigt. Das heißt, hier muss ich auf dieses Makro Ausfahrsignal HP2, Ausfahrsignal HP2. Da werden alle runtergedimmt, das ist soweit okay. Und hier ist das Aufdimmen. Ich gucke, da wird das Vorsignal aufgedimmt. Und da gehe ich jetzt Ausfahrsignal gelb. Und hier habe ich dann das Ausfahrsignal grün. Schreibe das zurück auf den Knoten. Gehe nochmal zu den Accessories zurück. Das war das Grüne. Jetzt zeigt er korrekt das Bild an. Und hier für den Rangierbetrieb. So, jetzt gehe ich einfach mal wieder auf Grün. Schauen wir mal bei den Vorsignalen. Das VR0. Ja, gut. Da habe ich wieder das Problem mit meinem Hauptsignal. Das heißt, das Makro VR0 muss ich jetzt betrachten. Gehe hier auf das Makro VR0 und was macht er? Da macht er das Ausfahrsignal und da ist es immer ganz gut, wenn ich es vorher geändert habe. Halt grün, gelb, da unten ist er. So, schreiben. Wir gehen wieder zurück. Und jetzt zeige ich das korrekt an. Wir gehen nach VR. Da ist irgendwas verkehrt. Was ist es jetzt? Jetzt zeige ich das gelbe Licht an. Das heißt, VR1 muss ich auch das Makro anpassen. Obwohl er ja hier jetzt. Halt. Vorsicht. Gelb. Da muss Vorsignal gelb hin. Makro Vorsignal. Und da sind die beiden grünen. Jo, jetzt wollen wir noch mal gucken. Die beiden orangefarbenen Lichter, die gelben sind da. Und jetzt sind also auch die grünen Lichter da. Und da haben wir wieder das Problem. Immer wenn das Gelbe mit drin ist, VR2, da ist das Ausfahrsignal. Das machen wir wieder zum Vorsignal. Und da ist das Grüne. Und da wird das Vorsignal gelb dazu geschaltet. So. Ich glaube, jetzt stimmt die Reihenfolge nicht, ne? Jetzt habe ich unten grün und oben gelb. Dann machen wir das Gelb 1 und Grün 2. Gehen jetzt wieder auf die Accessories. Jawohl. Jetzt
ist es da. Dunkel schalten, auch da. Also hier jetzt noch einmal durch. Gelbe Lichter, grüne Lichter, gelb-grün und dunkel. Und damit na, das hat mir was nicht gefroht. Langsam Fahrt. Das müsste Erdfall sein, aber da müsste ich jetzt hier Alt Makro HP1 Ausfahr unter dem Aufdimmen eigentlich nur das Grün. Aufdimmen HP2, die beiden. Signal. So, der rote. Der grüne. Der soll auch erstmal dunkel bleiben. Da schaltet er automatisch mit um. Weiß ich aber noch nicht, woran das liegt. Denn er soll beim VR dunkel bleiben. Aber wie gesagt, ihr seht einfach, dass das Ganze hier entsprechend geändert werden kann. Das ist also alles kein Hexenwerk. Und genauso ist, wenn ich jetzt das nächste Signal anfange, dann habe ich hier wieder meinen Knotengenerator und ich gehe wieder auf Signal und ich habe das nächste am Gleis 4 hier wieder diese Information, in welcher Reihenfolge gelötet wird. Aber wie gesagt, ihr habt ja beim ersten Signal gesehen, es ist schnell ein Fehler da. So. Und jetzt sage ich dazu, das ist das Gleis 4. Das Vorsignal ist ebenfalls vom Gleis 4 im Hauptbahnhof dabei. Jetzt kommt wieder die Dunkeltastung. Und ich habe jetzt hier wieder meine Accessories oder meine Makros und Lightports. Standardmäßig steht das Ganze auf 0, da will ich es aber nicht haben, deswegen schaue ich mal mit rein, der nächste freie Platz ist die 2. Und bei den Makros ist es die 8 und bei den LEDs ist es die 9. Das ist eigentlich alles, was ihr zu machen habt, so kann ruckzuck jedes Signal weitergearbeitet werden und ich kriege auf eine Neo Control, glaube etwa 12
Ausfahrsignale mit Vorsignal. Und so ein Neocontrol kostet etwa 70 Euro. Und wenn ich das mitrechne, die kleinen Platinen kommen noch dazu. Ich hatte mal ausgerechnet, meine 70 oder 80 Cent kommen noch der Anschluss dazu. Also bin ich irgendwo auf 7, 8, 9, ja, maximal 10 Euro für die Digitalisierung dieses doch sehr schwer beladenen, mit LEDs beladenen Signals. Und das ist ein Unterschied halt zu 130 Euro, die ich jetzt mit Original Fissmann machen würde. Ich weiß nicht, wie es jetzt direkt aussieht, wenn ihr mit Märklin C-Gleis fahrt, wie das sich dann verteilt. Ob der Decruder jetzt schon mit dem Signal mitgeliefert wird oder ob der auch noch extra kommt. Ja, und genauso, wenn ihr, sag mal, sehr hochwertige Signale, Lichtsignale auch verwenden wollt, wie zum Beispiel von RZ-Tech, je nach Ausstattung auch mit Geschwindigkeitsanzeiger und dergleichen mehr, sind also auch bis zu 150 Euro nur für das Signal fällig. Und da kommt dann eben auch nochmal der entsprechende Decoder dazu. Wenn ihr, sag mal, die Originaldecoder verwendet, die von dem System angeboten werden. Jo, dann sage ich jetzt nur nochmal auf Fertigstellen. Wir schauen nochmal ganz kurz rein, die Accessories. Ihr seht also hier Gleis 3, Gleis 4, das ist auch entsprechend angelegt. Die Makros sind ebenfalls da und die Lichtausgänge. So, das kann ich jetzt im Einzelnen alles überprüfen und kann das wieder einstellen und damit ist die Sache erledigt. Falls ihr Fragen habt dazu, schreibt es einfach mit in die Kommentare. Ich antworte gerne drauf. Und soweit ich da weiß, wie ich das machen muss, dann werde ich euch auch die entsprechenden Informationen geben. Tja, wem es gefallen hat, der darf gerne ein Abo hinterlassen. Und ansonsten werde ich versuchen, immer weiter euch diese Informationen zukommen zu lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein frohes Osterfest. Sucht noch viele Eier. Bis dahin. Euer Klaus.